Dann wollen wir jetzt als letztes noch mal ein paar Anwendungen der Leistungselektronik angucken, das heißt Anwendungsgebiete, in denen die Leistungselektronik eingesetzt wird. Da wäre zum einen die elektrische Antriebstechnik als eines der größten Anwendungsgebiete der Leistungselektronik. Das heißt, überall dort, wo wir drehzahlveränderliche Antriebe haben, werden wir leistungselektronische Schaltungen einsetzen. Das Stichwort hier wäre vor allem der Frequenzumrichter, um Drehstrom-Asynchron und Drehstrom-Synchron-Maschinen zu betreiben. Das heißt, wir erzeugen mittels einer leistungselektronischen Schaltung ein in Amplitude und Phase, in Amplitude und Frequenz einstellbares Drehfeld, mit dem wir dann die Drehzahl eines Motors verstellen können. Genauso haben wir natürlich auch leistungselektronische Schaltung zur Drehzahlverstellung von Gleichstromantrieben und auch an der Stelle bürstenlose Gleichstrommotoren sind eigentlich ohne Leistungselektronik in dem Sinne nicht betreibbar. Dann ein zweites Anwendungsgebiet der Leistungselektronik ist im Prinzip die Stromversorgungstechnik oder allgemein die Stromversorgung, wobei wir hier unterschiedliche Anwendungsfelder haben. Das sind jetzt zum einen vielleicht die Netzteile für die Endverbraucher, wie wir das schon angeschaut haben. Das heißt in dem Sinne Schaltnetzteile und sonst was. Das Beispiel, wo wir das Smartphone sozusagen verbunden haben mit dem Netz, dieses Ladegerät, das stellt genauso eine leistungselektronische Schaltung dar, eine Stromversorgung, ein Netzteil. Wir haben aber auch Netzteile im industriellen Umfeld. Das heißt, wenn wir industrielle Stromversorgung haben, zum Beispiel Elektrolyse, Wasseraufbereitung, auch dort benötigen wir leistungselektronische Schaltungen, zum Beispiel induktive Erwärmung oder ganz allgemein irgendwelche DC-DC-Wandler für die Versorgung elektronischer Schaltungen, batteriebetriebene Geräte. Das ist der zweite große Block, die Stromversorgungstechnik. Dann überall, wo wir regenerative Energien einsetzen, haben wir heutzutage eigentlich auch leistungselektronische Schaltungen. Stichwort hierbei sind vielleicht der Solarwechselrichter und Maximum PowerPoint Tracking an der Stelle. Das heißt, wir haben spezielle leistungselektronische Schaltungen einerseits zum Einspeisen ins Netz, weil eine Solarzelle oder ein Solarmodul in diesem Sinne eine Quelle von Gleichstromenergie ist und wir müssen das anpassen, sodass wir in unser Wechselstromnetz das einspeisen können. Und diese Maximum PowerPoint Tracker, das könnte zum Beispiel ein DC-DC-Wandler sein, der die Belastung einer Solarzelle dynamisch so einstellt, dass wir die maximal mögliche Leistung entnehmen können. Genauso gibt es auch Umrichter für Windenergieanlagen, die mittels der Leistungselektronik realisiert werden und weitere Anwendungsgebiete, insbesondere in der Energietechnik haben wir auch noch weitere Anwendungen der Leistungselektronik, wenn wir Netzkopplungen haben und so weiter. Und dann vielleicht als letztes Gebiet, auch wenn uns das nicht sofort vielleicht einfällt, Beleuchtungseinrichtungen sind auch Anwendungen von leistungselektronischen Systemen. Was verstehen wir darunter? Moderne Leuchtmittel wie Leuchtdioden, LEDs oder Leuchtstofflampen sind nicht direkt am Netz zu betreiben. Das heißt, Leuchtdioden benötigen beispielsweise einen eher konstanten Gleichstrom und deswegen in diesem Sinne nicht kompatibel mit der Wechselspannung des Netzes. Leuchtstofflampen benötigen eine hohe Spannung zur Zündung. Das heißt, wir benötigen irgendetwas, was an der Stelle eine hohe Spannung erzeugt. Das geht jetzt noch mit sogenannten konventionellen Vorschaltgeräten am Netzbetrieb, aber man kann zum Beispiel eine höhere Effizienz bei Leuchtstofflampen erreichen, wenn man einen hochfrequenten Betrieb hat, dann auch sozusagen an der Stelle Versorgungsgeräte für Gasentladungslampen, so wie wir im Auto die in Anführungszeichen Xenon-Scheinwerfer haben. Auch dort benötigen wir dann eine Leistungselektronik, um diese zu versorgen. Das wären jetzt einige der Anwendungen der Leistungselektronik. Tatsächlich ist es heutzutage so, dass ein Großteil der elektrischen Energie durch leistungselektronische Schaltungen verarbeitet wird.